Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Republic. Oh. Das war ein toller Einstieg. So, jetzt kommt die Thronbesteigung. Wir müssen den Thron besteigen. Mal gucken, wo hier die Gegner sind. Ich habe keine Lust auf Campen. Jetzt kann ich auch gar nicht sehen, was da oben steht. Da ist nämlich genau die Fraps-Zahl vor. Der Turm des ewigen Throns oder? Ja doch, Turm. Tor? Oh, Tatsache. Alter, ist der hoch. Aber warum macht man sowas? Ist das einfach bloß so eine Art Monolith oder ist es wirklich so ein Turm, wo dann auch was drin ist, hier Bürogebäude oder keine Ahnung was. Weil von hier sieht das irgendwie so klein aus, weil wer weiß, wie weit das nach hinten geht. Also der Turm ist hoch, ja, aber also ich meine so den Durchmesser des Turms, der ist ein bisschen, der sieht von hier aus zumindest noch klein aus. Ja, noch mehr Gegner. Sehr schön. Ja. Oh fuck. Da sind keine Gegner. Ich hoffe, es sind da keine. Wahrscheinlich gibt es hier auch einen kleinen Weg, wo man wirklich an den Gegnern vorbeikommt. Ey! Oh, Alter. Das war eine scheiß Tarneinheit. Die habe ich nicht gesehen. Kann ich doch nichts für, Junge. Wie? Ach, die ist trotzdem im Kampf. Kommt gemütlich angekrochen. So haben wir es jetzt. Nicht, dass er jetzt hier genauso. Bleib da stehen, Alter. Bleib da stehen. Nee. Oh, Alter. Ich bleib hier fast wieder hängen, ne? Boah, nicht mal den Gleiter darf ich nehmen, ey. Das klappt auch nicht. Ach, hau doch ab, ey. Ich dachte, ich kann hier auf die Kante springen und dann vielleicht mit einem Raketenschub nach oben, aber nee. Also eins wissen wir schon mal, ich werde niemals einen Speedrun von Star Wars machen. So lahmarschig wie ich spiele, das wird nix. Ich will da nicht lang. Ich muss genau in die Richtung, da muss ich ja da hoch hier. Scheiße. Och ja, nee, ist richtig. Also ohne Kämpfen geht das hier nicht. Ich weiß nicht mal, ob jetzt irgendeine Stealth-Klasse durchkommen würde mit Tarnung oder so. Oder ob die dann automatisch aus der Tarnung rausgeholt werden. Weil die normale Story, da konnte man sich ja immer durch die Phasen auch durchschmuggeln, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Schmuggler oder keine Ahnung was, mit irgendeiner Klasse, die sich unsichtbar machen kann. Ja, bitte noch mehr. Kein Faust. Eine beliebte Taktik bei den Rittern von Sakul. Als ich das Kommando hatte, konnten die Ritter noch besser zielen. Volltreffer. Indosal meldet sich zum Dienst. Voller Tatendrang und bereit, der Allianz zu dienen. Auch wenn der letzte Schuss vielleicht meine Schulter ausgerenkt hat. Ja, und der erste Schuss, der war richtig beschissen. Perfektes Timing, Indo. Gönnt euch eine Auszeit. Weniger jammern, mehr kämpfen. Ich wusste, dass wir uns auf euch verlassen können.
Jetzt gebt das Signal und schickt die Rebellen los, um sich dem Kampf anzuschließen. Ist mir ein Vergnügen, Fremdling. Meine Verbündeten haben sich von der hiesigen Miliz Artillerie ausgeborgt. Es wird jeden Moment Feuer regnen, da bin ich mir ganz sicher. Gute Arbeit, Indo. Hoffentlich fangen sie bald an. Schießt sie in Stücke. Ihr und eure Freunde haben einen Platz in der Allianz sicher, wenn das alles vorbei ist. Ich bekomme feuchte Augen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss die Vorbereitungen für eure Thronbesteigung planen. Das wird die größte Feier aller Zeiten. Geil. Größer als die Feier von Valen? Oh, ich muss da raus. Zum Glück war der Roboter schon beschädigt, ne? Das wird schon wieder. Hier, nice. Du Blöder ist da. Warum geht der hier nicht? Das ist da auch noch. Hallo. Nur weil ich den nicht getötet habe, heißt es ja nicht, dass ich den nicht plündern darf. Liegt Metall und ich will das haben. Sein, dass er hier kommt, ne? Aus dem Hinterhalt. Richtig frech sowas. Ja, Kisten öffnen wird kritisch, ne? Wird sehr kritisch. Naja, 5 Plätze frei, mal gucken. Die Sachen von der, also was in der Woche war, habe ich noch gar nicht verschickt. Also wir haben es jetzt mittlerweile schon Sonntag. Das ist im Prinzip die dritte Folge diese Woche. Montagmorgen habe ich einen aufgenommen, Dienstagmorgen habe ich einen aufgenommen und hab die aber. Was sind das für Sachen? Spulen, Vorratskisten, Stapel, wer das haben möchte, kannst du sagen. Und Oberkörperrüstung des Rumsuchers. Gibt es auch einmal. Ich hole die gleich mal raus, ne? Ja, Montag, Dienstag früh aufgenommen. Aber ich habe es halt nicht hochgeladen. Also die Folge vom Montag habe ich, glaube ich, am Mittwoch oder am Donnerstag hochgeladen. Und die andere Folge hatte ich, glaube ich, gestern erst. Nee, heute. Heute. Ja. Also, nee, Samstag, also gestern. Also, jetzt haben wir es ja kurz vor 1. Och, ist ja schon wieder. So, Oberkörperrüstung des Runensuchers. Mach ich da oben hin. Alter Schwede. Spulen, Vorratskistenstapel. Ich hole erstmal alle raus. Aber alle verschenke ich nicht. Also sagen wir mal, 2 können verschenkt werden und die anderen mal gucken, verkaufen oder so. Oder selber aktivieren. Warum habe ich nur einen davon? Ach, da sind mehrere so eine Kisten. Ja, kann man vielleicht auch selber nutzen. 1 oder 2 davon. Also, ja doch, 2 verschenke ich definitiv. Spulen, Vorratskistenstapel. Wer das haben möchte, kann es dann in die Kommentare schreiben. Ja, noch mehr. Sehr schön. Na, kommt noch ein dritter raus aus der Tür? Ja. Wäre auch langweilig sonst. Ja, 4, 5 kommt immer mehr hier. Ja, ist richtig. Muss ich hier irgendwas drücken, dass sie aufhören zu kommen? Ach nee, mit den goldenen endet das.
normaler Sprungtruppe und es ist Ritter von Zakul. Okay. Ah, ich hätte bloß die drei Ritter töten müssen und dann verschwinden automatisch alle anderen Einheiten, oder wie? Und eben hat das wieder gewackelt, die Zahlen. Da, eben. Wenn ich so rüberfahre. Und ja, die haben gewackelt. Also betrunken bin ich nicht. Es könnte höchstens. Nee, es kann aber. Nee, es muss im Spiel sein. Eine Grafikkarte macht zwar jetzt auch irgendwie Probleme, aber. Das sollte es ja nicht sein. Blastergewehr des Grenzjägers. Das hatte ich in der vor 3-4 Folgen auch schon mal. Kann wieder jemand haben. Und Druino-Reparaturtisch. Machen wir nur das Blastergewehr des Grenzjägers. Es sei denn, ich habe den Druiden-Reparaturtisch jetzt irgendwie. 7-mal wollte ich sagen, die 3-mal habe ich ihn. Ja, komm, dann. Einmal das Blastergewehr. Und einmal den Tisch. So, und dann hätten wir wieder 4 Gegenstände und. 3 Plätze habe ich noch. Komm, eine Kiste geht noch, eine geht noch. Ich bin so richtig kistengeil, ne? Widerlich. Und ich kann froh sein, dass ich damals so viele gekauft habe. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie teuer die momentan sind. Und das wird wahrscheinlich auch nicht, das wird nicht billiger werden. Also die Preise werden wahrscheinlich noch irgendwie exorbitant in die Höhe schießen. Aber auf billiger wird es auf keinen Fall mehr. Die Ergänzungskörperrüstung des Runensuchers kann auch einer haben. So, dann sind die 5 Sachen von dieser Folge. Die beiden Glückswürfel, die mache ich mal auf. Komm schon, komm schon. Geiles Rüstungsset, bitte, bitte. Oh. Warum ist denn das Gold? Ja. Wow. Nice. Das hatte ich noch nicht. Das ist zwar nur Silber, aber das ist sau viel wert, glaube ich. Rüstungsset des entdeckten Extrovertierten. Ich glaube, es gibt mehrere von den Extrovertierten. Aber da ich das noch nicht habe, ist das natürlich nicht so schlecht, ne? Kann ich gleich dann nachher anziehen, in meine Sammlung implementieren. Wenn ich es in der Sammlung habe, erstmal löschen. Weil ich will es einfach nur in der Sammlung haben. Ich weiß nicht, klingt albern, aber ist so. Man weiß ja nie, was kommt. Vielleicht habe ich mal hier irgendwann mal ein Let's Play mit einem Sys. Der Dieb steht kurz bevor. Aber ihr ignoriert eine viel näher liegende Bedrohung. Ein entehrter, einstiger Imperator. Und seine Mutter. Ein Ritter, der zum Verräter geworden ist. Streckt meine Familie nieder und ihr müsst niemanden mehr fürchten, der euch den Thron streitig macht. Ja, jetzt unterbricht die Sau mich einfach. Also, vielleicht mal hier irgendwann mal noch ein Let's Play oder keine Ahnung was, ne? Und dann kann man ja die Sachen aus der Sammlung wiederholen. Man muss natürlich dann mit Kartellmünzen die für alle Charaktere freikaufen. Ich weiß nicht, 1600 Kartellmünzen kostet das dann. Für alle. Aber erstmal brauche ich es ja so als Sicherheit, dass ich dann wirklich sicher sein kann, ich kann das freikaufen, weil ich es schon in der Sammlung habe. Sie haben sich mein Vertrauen verdient. Seid still, alter Mann. Wenn Sie mich verraten, sterben Sie. Jetzt will er uns gegen seine eigene Familie aufhetzen, ey. So ein Dödel. Ich denke mal schon, dass man ihn trauen kann. Gerade Senja kann man trauen. Bei Arkan ist man immer so, ja gut, der war jetzt Imperator, ne? Wer weiß, ob er sich ja wirklich geändert hat, aber anscheinend hat er es ja.
Sie haben sich mein Vertrauen verdient, nehme ich mal. Eure Familie hat mir dabei geholfen, Odessen zu retten und Valen zu besiegen. Ich werde ihnen nicht in den Rücken fallen. Unterschätzt nicht die verlockende Anziehungskraft des ewigen Throns. Sakul brennt. Die Republik leidet. Und das Sith-Imperium zerfällt. Nur ihr könnt vom Thron aus für Frieden sorgen und diesen Kreislauf der Gewalt beenden. Ich weiß gar nicht, wir hatten ja irgendwie die Auswahlmöglichkeit, was wir retten wollen, ob Sakul, Coruscant oder Drum und Cass, hatte ich in Sakul genommen auch, weil wir es auf Sakul sind, oder? Ich glaube, wir wären sowieso hier zuerst hingekommen, ne? Weil ja hier der Thron steht. Oder ist der Thron hier überhaupt... Der Thron. Ist der überhaupt auf Sakul? Eigentlich doch ja, ne? Nee. Oh fuck, was? Ja, eben waren wir noch auf dem Planeten und jetzt sind wir hier im Orbit. Der Turm ist ja wirklich ganz schön hoch. Ich habe ein Ziel für euch ausgeschaltet. Aber was mich wundert, ist, dass dann der Turm des Throns, des ewigen Throns, nicht der höchste Turm ist oder nicht der einzige, der so hoch ist. Weil normalerweise müsste der sich hier irgendwie hervorstechen. Also mal, wie viele kommen da hier noch? Alter, leck mich. Stell mich mal hier hin und guck mal ein bisschen raus. Weil da drüben sind ja auch noch zwei Türme. Ne, da sind noch viel mehr. Sind die alle so hoch? Der sieht auch ganz schön hoch aus. Sind im Prinzip alles bloß Andockstationen für irgendwelche Raumschiffe. Nee, ne? Hau doch ab, ey. Ja, wie? Ich kann da nicht durch, hallo. Ein Kampf nicht einsetzbar. Das soll so sein? Ernsthaft? Da, Schaden kann ich machen. Aber das ist wieder so ein typischer Fehler. Ich geh jetzt mal runter. Dann kurz auf passiv, ja, kommt runter. Arkan, du auch, wo bist du? So, ist es auch wieder da. Gut. Ja, Hauptsache jetzt sind die Gegner weg. Ich verstehe es nicht. Aber der hat doch eigentlich noch gelebt, ne? Wenn es die Leiche, die dir gerade lag, wenn dir das war, dann ist er anscheinend. Weiß ich nicht, ist ja. Hat Arkan die jetzt gerade in der letzten Sekunde noch getötet oder war es jetzt ein Bug? Weil der Kampf weg war, der Gegner war weg und dann, ja, was mache ich jetzt? Ich bin tot, so. Das war ja, glaube ich, früher. Also, als die Aufstände rauskamen, war bei dem einen Aufstand das, glaube ich, so, man konnte die Gegner auslösen. Wenn man dann aber irgendwie weitergeht oder irgendwie, war das jetzt, wenn man wieder zurückgeht hinter der Tür irgendwie, dann rennen die Gegner so weit hinterher, bis man außer Reichweite ist und dann sind sie, glaube ich, komplett weg. Oder irgendwie sowas gab es da mal bei einem der Aufstände.
Den haben dann alle Spieler immer diesen einen Aufstand gespielt. Weil da gab es auch viel EP und Kommando-EP und Credits und Loot und, ne? Und dann haben die das im Prinzip alle Spieler nur diesen einen Aufstand gemacht. Und irgendwann hat er sich dann wahrscheinlich. Haben sich die Spieleentwickler gesagt, machen wir mal einen Aufstand. Und patchen das raus. Was sein Thron, Alter? Nein, du setzt dich ja nicht hin, hallo? Wag es nicht, Alter. Setz dich da nicht hin. Ich habe meinen Bruder getötet. Valens Zorn heraufbeschworen. Das Volk von Sakul im Stich gelassen. Lasst die Vergangenheit hinter euch. Nichts tun? Zwingt mich nicht, euch zu töten. Ihr seid jetzt eine andere Person. Frei von Valkorions Einfluss. Gebt der Verlockung nicht nach. Ihr habt recht. Besteigt euren Thron, Commander. Ihr habt ihn euch verdient. Ja. Endlich. Endlich das, was mir gebührt. Ein Thron. Ah, der ist scheiße, der hat nicht mal einen Getränkehalter. Wo soll ich mal mit Cola hinstellen? Außerdem ist er total hart. Siehst du, jetzt haben wir doch alle Planeten gerettet. Wow. Die Flotte kämpft nicht mehr. Ihr habt es geschafft, Commander. Gut gemacht. Nach jahrelanger Zwietracht seid ihr zum Kaiser von Sakun geworden, zum Kommandanten der Flotte und zum Erben des ewigen Throns. Es ist Zeit für einen Wandel. Benehmt euch, oder ich benutze das Holocron. Verneigt euch vor eurem neuen Imperator. Eure Familie hat genug Schaden verursacht. Ich werde sicherstellen, dass der Thron niemals wieder in falsche Hände fällt. Das werde ich auch tun. Alter, was ist nun los? Nein! Hör auf, Vater! Ich habe euch damals genau hier Gnade angeboten, aber ihr wolltet euch nicht vor mir verbeugen. Jetzt habt ihr keine Wahl mehr. Niemals. Das Holocron benutzen? Ruhe. Ich muss es wohl benutzen, ne? Ich könnte es auch niemals machen, aber dann wird er mich, glaube ich, nur noch weiter quälen. Und wir wissen ja, dass er sehr allergisch auf dieses Holocron reagiert hatte. Von wegen, man darf die Sith-Technologie nicht nutzen, das ist gefährlich, bla bla bla. Oder mache ich doch noch weiter? Na komm. Wenn ihr glaubt, ich wäre eure Marionette. Ah! Verneigt euch. Wie ihr befehlt, mein Imperator. Ihr wart eine mustergültige Marionette, die ich zu einem Gefäß wahrer Macht geformt habe, das würdig ist, meinen Geist zu bewahren. Jetzt werde ich euren Körper für mich beanspruchen und erneut als unsterblicher Imperator herrschen. Ihr könnt mich nicht brechen. Beweist es. Ihr seid erledigt. Das könnt ihr nicht tun, Valkorion. Ich habe es bereits getan.
Wacht auf! Wacht auf! Was ist passiert? Ihr seid der Allianzkommandant, ehemaliger Anführer des Chaos-Trupps und Streiter der Republik. Ihr tragt Valkorions Haut, aber ihr seid immer noch dieselbe Person, die ihr immer wart. Wie kehre ich das um? Das ist eine Falle. Ich werde verrückt. Es muss einen Weg geben, wieder die Kontrolle zu übernehmen und von hier zu verschwinden. Wo auch immer hier ist. Valkorion hat euren Geist gebrochen. Euch in eurem Kopf gefangen. Er hält euch für tot, aber ihr habt überlebt, indem ihr seine Form angenommen habt. Findet das Holocron. Rettet euch. Mist, ich glaube, ich hätte, wenn ich das gleich benutzt hätte, das Holocron, müsste man das jetzt nicht machen, ne? Oder hätte man das trotzdem machen müssen? Alter, wie viele Attacken hat der hier? Machtsturm, dunkles Ritual. Was soll ich überhaupt bringen? Macht mir selber Schaden, oder? Stiehlt Lebensenergie aller Feinde. Ach so. Wow, das ist sogar richtig krass. Geil. Mhm, alles klar. Also die Attacke ist richtig geil. Einfach hinstellen. Oh, er lebt noch. Naja. Was haben wir noch so? Phasenverlagerung. Teleportiert dich, was? An einen zufälligen Ort. Ja, nee, ist klar. Erstmal schön runter die Klippe, ne? Teleportiert dich an einen zufälligen Ort. Am besten wäre gewesen da oben, ne, auf das Ding. Oder irgendwie so, wenn so ein einzelnes Steinchen hier irgendwie rumschwebt. Dass man darauf kommt. Und dann durch jede kleinste Bewegung fällt man runter in den Tod. Ja, das wäre es gewesen. So, Phasensprung. Beweg dich durch den Raum an eine Position deines Ziels. Ah, cool, wow. Meines Ziels, aber ich habe noch gar kein Ziel ausgewählt. Das muss ich dann wahrscheinlich... Wie Ziel? Gehen auf Verbündete? Tatsache. Aber ich muss da jetzt rein. Wie weit ist denn die Reichweite? 40 Meter. Na, bisschen noch. Noch nicht bereit, doch. Ach doch, jetzt. Ach Mann. Geil, die Attacken gefallen mir. Die würde ich gerne in meinen Heldenmoment integrieren. Besonders das dunkle Ritual. Das ist richtig cool. Vor allem je mehr Gegner, ne, desto mehr Heilung ja auch. Ich mache bei den Gegnern mache ich Schaden und nehme das selber als Heilung auf. Aber ich glaube, ich nehme gar nicht die komplette... Oder? Doch. Was war nur? Ach, weil ich mich bewegt habe, ne? Scheiße.
Was nun? What? Hä? Wie gestorben? Hä? Was? Dunkle Explosion. Feuert kinetische Energie auf ein Ziel ab und verursacht körperlichen Schaden. Alter, ist das klein. Phasenteleport. Alter, wie viele Teleporter hat der Typ? Der ist ja echt verrückt. Den hätte ich nämlich vorhin nutzen können. Dann hätte ich mich hinter die Feinde teleportieren können. Dann hätte ich vielleicht nicht kämpfen brauchen. Und das Schlimme ist ja, dass meine ganzen Gleiter wechseln, ne? Habe ich überhaupt Raketen? Müsste ich ja trotzdem haben, ne? Raketenschub. Das war eine Vermächtnisfähigkeit. Wobei die vom... Ja, die vom Soldaten sind ja alle weg. Und ich glaube, das ist ja hier beim Soldaten. Oder was bei allgemein zwischen? Nein. Ich habe ja nur die allgemeinen Fähigkeiten. Mehr kann ich ja nicht nutzen. Finde das Holocron. Wo ist das Holocron? Das war, glaube ich, hier unten. Valkorion hat euren Geist vergiftet. Reinigt eure korrumpierten Erinnerungen. Oh ja. Da war was, ja. Ich dachte, ich konnte jetzt schon rübergehen. Was musste ich denn hier nochmal machen? Irgendwas musste ich vorher machen. Es hat ja gesagt, reinigt euch vor... Oh. Hey, bist du noch da? Oh. Ach, die Gilde einladen, na klar. Der scheiß Doppelpunkt, ne? Das nervt. So, G-Invite. Mir war so, dass hier irgendwo... Ah! Siehst du genau, hier der Weg, der baut sich auf. Da muss ich ja irgendwo hingehen, meditieren oder keine Ahnung was. Und die anderen Wege bauen sich dann genauso auf. Ja. Ich habe so getan, als hätte ich euch auf Odessen verlassen. Aber das war eine List. Gefangen in eurem Verstand habe ich beobachtet, wie ihr euch in meiner Abwesenheit verhalten würdet. Eure Stärke wuchs. Was, die anderen Chancen schon drin? Vermächtnis. ASDF werden. Wir hatten das ASDF-Vermächtnis, ich glaub's aber nicht. Komm, da. Also sogar mit viel Chars. Ich würde es geil finden, wenn man da auch noch so eine Suchfunktion hätte, dass man Leute suchen kann, also dass man den Vermächtnisnamen eingibt und dann die Spieler in der Gilde suchen kann. Weil dieses nach Alphabet sortieren und dann irgendwie runterscrollen ist ganz schön nervig. Okay. Ich soll jetzt echt erstmal... Das ist ja langweilig. Das Schlimmste, was mir hier passieren kann, ist, dass ich irgendwie wie ein Loch fall hier, weil...
weil ich das mit der Kamera irgendwie nicht hinkriege. Ja. Das sieht ein bisschen komisch aus von hier. So ein roter Strahl aus dem Arsch, ne? Wo bin ich denn jetzt? Er hat doch gefaselt, dass... Erinnerung gefallener Gefährte. Hm, ja. Ach, das ist hier Torian, oh Gott. Aber wo bin ich in dieser Erinnerung? Ich müsste mich doch jetzt selber sehen irgendwie, oder nicht? Verstehe ich nicht. Das artet hier in einen Jump'n'Run aus. Ja, ich wollte schon sagen hier. Droiden-Prototyp. Mhm. Ach stimmt, den hatten sie ja zerstört, ne? Ist das HK 55 oder 51? Ja, zumindest hatten sie den, glaube ich, 51, glaube ich. Nee, keine Ahnung. Den hatten sie, glaube ich, zerstört und dann haben wir ihn irgendwie wieder zusammengesetzt später. Oder wie war der? Nee, der ist so ganz woanders gestorben. Ich verstehe es nicht. Habe ich wenig... okay. Ja. Anklicken wäre nicht schlecht. Mit der Zeit verwechselte Neugier und ein Plan nahm langsam Gestalt an. Ich würde euren Verstand aushöhlen, euren Körper übernehmen und den ewigen Thron besteigen. Aber zuerst habe ich eine neue Waffe gebraucht, um eure Psyche zu erobern. Eine neue Waffe. Hat den Brecher geholt. Von Drum und Kars. Oder wo es da auch immer stand. Das war, glaube ich, mit Maro, da musste man. Oder war es Inquisitor-Story? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wenn es mit Maro war, dann hat Darth Barras mich wahrscheinlich irgendwo hingeschickt, dass ich dann den Brecher. Musste man den Brecher holen oder einen Teil davon? Ja. Ich glaube, es war auch nur so ein Halsband, ne? Jo. Im Gefängnis eures Geistes habe ich Experimente durchgeführt, um meine Neugier zu befriedigen. Ich habe euch meine Macht angeboten und ihr habt sie abgelehnt. Ich habe euch dazu gedrängt, Arkham zu trotzen, doch stattdessen habt ihr ihn rekrutiert. Effektfehler. Ach, geh. Was? Kann ich Effekte jetzt nicht nutzen oder habe ich den nicht? Effektfehler. Ah ne, okay, sie gehen nicht. Ja, wäre immer lustig gewesen, ne?
Wollte ich mal gleich die Effekte nutzen? Nee, geht nicht. Scheiße. Als ihr meinen Sohn halft, mich niederzustrecken, habe ich mich geweigert, mich von der Sterblichkeit besiegen zu lassen. Auf der Suche nach einem neuen Wind ist mein Geist in euren Verstand eingedrungen. Ihr habt euch widersetzt. Mist, ich krieg da nicht hin. Also fein ist die Störung hier nicht, ne? Ja, der Commander hat schon wieder Langeweile, der macht schon wieder Blödsinn hier. Was macht er immer, wenn er unterfordert ist? Ich brauche Gegner, ich muss kämpfen, damit ich wieder überfordert bin und ich sterbe. Ach komm, hör auf. Diese blöden Viecher, ey. Nee, hoppla, was? Achso, jetzt sollen wir runter. Ah, jetzt sollen wir runter. Finde das Holocron. Achso, jetzt ist der Weg auch nicht mehr. Aha. Ich meine, davor war der Weg auch da, ne? Er war halt bloß als Holo quasi zu sehen. Hätte sein können, dass es so ein Test ist wie bei. Über den alten Indiana Jones, wo er dann auch da irgendwie über so eine Klippe geht, die er von oben gar nicht sehen kann. Das quasi unsichtbar ist. Und dann geht er halt einfach über die Klippe rüber und da ist dann tatsächlich eine Brücke, obwohl man sie nicht sehen kann. Ich glaube, hier kam auch noch ein Kampf. Scheiße. Nehmt das Holocron. Rettet euch. Der Fremdling lebt. Vater hat seinen Geist unterworfen, aber er wehrt sich. Pass auf! Voll die Action. Ihr könnt mich nicht besiegen. Was habt ihr mir angetan? Eure Zeit ist um, Valkorion. Ihr könnt mir vielleicht meinen Körper nehmen, aber meinen Geist bekommt ihr nicht. Eine geringfügige Unannehmlichkeit. Als ihr Wehen niedergestreckt habt, verzehrte ich ihre Essenz. Ich kann jetzt über ihren Geist verfügen. Lass mich frei, oder ich hacke dich in tausend kleine Stücke. Gehorche mir, mein Kind. Wie du befiehlst. Ja, okay. Wehrt euch, Valen.
Das ist abscheulich. Ich habe es kommen sehen. Lasst nicht zu, dass er euch wieder einsperrt. Lasst mich los! Eure Einmischung endet hier. Vernichte den Fremdling! Aber nein, ich will nicht kämpfen. Alter, hau ab. Oder Alte. Achso, jetzt habe ich ja nicht mal einen Gefährten. Wie war das hier? Irgendwelche Heildinger sind mir hier lang geflogen. Nachhall der Heilung, okay. Ich glaube, aber sie darf da auch nicht rein, ne? Die kriegt, glaube ich, auch Heilung, wenn sie da steht und das Ding da lang fährt. Deswegen muss ich immer aufpassen, dass sie da nicht drin steht. Oder dass ich das irgendwie bekomme. War das nicht so? Ja, genau, ja. Abbrechen, Hilfe. Komm hier. Sehr schön. Oh, fuck. Wie jetzt? Kann man hier unterbrechen. Machtüberladung. Oh, das gibt gleich richtig Schaden. Ich zünd schon mal das Ding hier. Oh. Okay, das ist wegschubsen. Alles da. Ja. Sie kommt schon wieder runter, ne? Startet der Kampf jetzt automatisch? Nein. Dann kann ich den jetzt in der nächsten Folge machen. Dann mache ich die Folge nämlich ein bisschen kürzer. Heißt auch dann, die Abfolge der Kisten ist dann in geringeren Zeiträumen. Ja, dann sage ich hier erstmal bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge machen wir den Kampf weiter. Ich gehe jetzt erstmal pennen, das ist schon spät und ja. Peace out.